glaube schon, dass die genau das, was du vorher angesprochen hast, ein Stadion mitnehmen wollen, dass die Zuschauer mitnehmen wollen, dass die uns noch schwieriger machen wollen, wenn die uns sofort unter Druck setzen, wenn die nach vorne gerade liegen spielen, wenn die mit viele schnelle und einzeln richtig gute Spieler dann um unsere 16er herum möglichst schnell kommen. Und das wird von erster Sekunde hitzig und da erwarte ich keine so ja, irgendwie besondere Überraschungen von Magdeburg, dass die jetzt auf einmal hinten warten, dass die abwartend spielen oder Sonstiges. Die werden dänisch Fußball probieren zu spielen und das ist mit viel Ballkontrolle, aber trotzdem immer wieder schnell nach vorne zu spielen, mit vielen Spielern auf deine letzte Kette, mit einem Torwart, der auf 30 Meter oder wenn du dich weiter zurückziehst, noch weiter rauskommt und einen Ballverteiler spielt, was er auch überragend macht und von daher schwierig, dass etwas kommt, was wir jetzt nicht gesehen haben in den letzten Wochen von Magdeburg. Und trotzdem ist das nicht so einfach, die zu bremsen und unter Kontrolle zu haben, weil wenn man sieht, dass die im Ballbesitz Nummer 1 sind, das heißt, die alle die Mannschaften, Pauli, Hannover und Düsseldorf, die gegen ihn gespielt haben, waren meistens ohne Ball mehr gefordert als mit Ball. Und das wird uns auch erwarten und da musst du auch bereit sein, ja, ich sag's mal, zu leiden, weil du willst oft mal hinterher rennen müssen, hin und her verschieben müssen, ohne dass du wirklich am Ball kommst. Aber du musst permanent diese Räume zumachen, weil die werden auch nicht müde, von links nach rechts zu spielen und nochmal zu probieren, nochmal zu probieren. Und wenn du irgendwo einen Schritt zu spät bist oder denkst, ja, wir kommen schon dritte Mal nicht hin, dann ist genau da liegt Gefahr, dass das vierte Ball durchkommt und dann klingt's.